Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch schon so lange ein neues Realistic Roleplay gewünscht. Und ja, das bekommt ihr jetzt heute. Ich wollte eigentlich schon immer so ein Winterding machen. Jetzt gibt es ja endlich Schnee in Star Stable. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Winterstall-Vlog. Und zwar wollte ich euch heute einfach ein bisschen mitnehmen, was ich so an einem Wintermorgen bzw. Vormittag mache. Ich mache eigentlich auch nur vormittags was im Stall, weil es abends bzw. nachmittags schon richtig früh dunkel wird. Deswegen mag ich es lieber, meinen Tag sehr früh zu starten. Und ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut und wie ihr seht, hat es über Nacht richtig viel geschneit. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal warm anziehen. Ich habe schon so warme Stiefel an, jetzt ziehe ich mir noch eine Mütze an und so warme Winterhandschuhe. Und dann geht es auch schon raus in den Stall. Und was ich jetzt erstes mache, das ist immer super anstrengend, vor allen Dingen, wenn es eigentlich super kalt ist, ist natürlich füttern. Also ich schaue auch, ob die Tränken alle noch gehen, ob überall Wasser drin ist, weil es kann ja auch sein, dass es einfriert, weil es im Stall ja nicht so warm ist. Und ja, ansonsten fülle ich die ganzen Heunetze auf. Ja, dann hat jeder von mir noch zusätzlich einen Apfel zum Frühstück bekommen und dann muss ich auch endlich mal frühstücken, weil ich mag eigentlich immer das Füttern gleich erstmal hinter mich zu bringen und dann frühstücke ich selber. Ich nehme mein Essen eigentlich mal mit in den Stall und ja, da habe ich erstmal gesnackt, so circa eine Viertelstunde lang. Ja, dann muss ich noch hier und da ein bisschen kleine Stallarbeit machen, also misten muss ich ja zum Glück zurzeit nicht selber, da haben wir jemanden angestellt. Aber ansonsten muss ich halt schauen, dass die Stallgasse sauber ist und so weiter. Und ja, dann habe ich auch schon die Pferde rausgebracht. Die kommen eigentlich auch im Winter um die komplett gleiche Zeit raus und wieder rein, damit die einfach nicht so den Rhythmus verlieren. Und die, also keiner von meinen Pferden ist geschoren, deswegen die haben alle dickes Winterfell und brauchen soweit eigentlich auch keine Decke. Und ja, also für die ist das auf jeden Fall besser, den ganzen Tag draußen zu stehen, als drinnen in der Box zu stehen. Wie man hier sieht, waren die Ponys auch alle sehr glücklich draußen zu sein. Die sind dann erstmal richtig hier rumgesprungen. Ich hatte immer schon Angst, weil der Boden eben sehr schlecht ist, aber die werden schon wissen, was sie machen, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall, mir war ziemlich kalt beim Rausbringen, weil ich das alles nur im Pulli gemacht habe. Deswegen habe ich mir erstmal meine dicke Winterjacke angezogen. Das war ein bisschen dumm, dass ich da nicht früher dran gedacht hatte. Aber ja, zumindest bin ich für jetzt warm. Ja, heute werde ich auf jeden Fall nur zwei Pferde machen und auch nur eins davon reiten. Und ja, der erste ist, wie ihr hier seht, Bobby. Ich habe den erstmal geputzt, Hufe ausgekratzt, gestreichelt natürlich auch. Und genau, ich habe Gamaschen dran gemacht, gesattelt. Denn wir werden jetzt gleich zur Halle reiten. Ich habe mir dann auch noch andere Schuhe angezogen, weil ich hatte ja diese dicken Boots an, unter mir einen Helm aufgezogen. Und ja, dann waren wir auch schon fertig, noch schnell Zaumzeug drauf und dann ab nach draußen. Ja, ich bin dann erstmal direkt zum Aufsteigen gegangen, weil ich werde sicher nicht weiter mit meinen Stiefeln durch den Schnee laufen. Genau, hier seht ihr übrigens unsere Hündin Emma. Die ist auch im Winter natürlich draußen am Start. Die muss nämlich den Hof bewachen. Und ja, dann sind wir hingeritten zur Halle. Ich bin erstmal eine Weile Schritt gegangen und dann, wie ihr seht, dann auch bald getrabt. Hier seht ihr auch ein bisschen Aufnahmen von der GoPro, die wir gefilmt haben. Und es ist einfach so schön, durch den Schnee zu reiten. Und es ist eigentlich auch ein perfektes Aufwärmen der Weg dahin. Und es ist gleichzeitig so ein schöner Winterausritt. Also ich liebe es einfach. Und ja, dann waren wir in der Halle angekommen. Und hier seht ihr jetzt einfach ein paar Trainingsausschnitte. Ich bin erstmal ganz locker am, naja, halblangen Zügel, bisschen ganze Bahn galoppiert. Und dann haben wir angefangen, auch ein bisschen engere Volten einzubauen und ein paar Schritt-Trab-Übergänge, wie ihr hier seht. Und das hat eigentlich auch echt gut funktioniert. Wir haben dann uns auch an Schritt-Galopp-Übergängen probiert, versucht, besser gesagt. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Wie ihr seht, sind manchmal so ein paar Trabtritte dazwischen. Aber Bobby ist auch noch relativ jung, deswegen ist das, glaube ich, für den Anfang echt okay. Dann habe ich auch noch ein paar Stangen und Cavaletti aufgebaut, weil das wirklich ein sehr gutes Training ist, damit er einfach seine Beine ein bisschen mehr koordinieren kann und auch im Rücken lockerer wird. Da hatten wir ein paar gerade Trabstangen und eben auch welche in so einer Biegung. Und wie ihr hier seht,
hatten wir auch noch so ein paar Cavalettis, wo er ziemlich hoch gesprungen ist, warum auch immer. Und ja, bei den Cavaletti hatten wir dann kurzzeitig das Problem, wie ihr hier seht, dass er total losgerannt ist und auf die Dinge eben zugesprintet ist, weil er schon auch ein bisschen unter sehr viel Energie steht. Ich hatte ihn dann eben auf so eine enge Wolte gelenkt, damit er ein bisschen so zur Ruhe kommt. Aber ja, dann hatte ich ihn eigentlich auch wieder ganz gut am Bein. Deswegen, das verzeihen wir ihm mal. Und am Ende sind wir dann auch noch mal im Schritt einfach über diese Stangen gegangen. Ich finde, das wird immer so ein bisschen vernachlässigt bei der Stangenarbeit, obwohl es eigentlich auch total wichtig ist, das im Schritt zu machen. Und genau, dann habe ich ihn am Ende noch einfach am langen Zügel ein bisschen traben lassen, dass er sich ein bisschen entspannt, relaxed nach dem Training. Ja, dann habe ich vor der Halle noch die Hufe ausgekratzt und dann ging es eigentlich auch schon wieder auf den Heimweg. Ich bin erst Schritt geritten, bis mir dann eingefallen ist, wir haben ja gar keine Abschwitzdecke und jetzt Schrittreiten wäre eher ungünstig. Deswegen bin ich die meiste Zeit vom Weg dann noch getrabt, damit er sich nicht zu sehr runterkühlt, sondern noch ein bisschen warm bleibt, bis wir eben im Stall sind. Dann habe ich eigentlich nur noch abgesattelt, also Sattel, Schabracke, Gamaschen, Trense, alles abgemacht, weil er natürlich auch gleich wieder rauskommt zu den anderen. Ich habe ihn nur noch kurz stehen lassen, damit er eben noch mal ein bisschen trocknet, obwohl er jetzt insgesamt nicht wirklich viel geschwitzt hatte. Und ja, dann kam er eben auch schon raus auf die Koppel, beziehungsweise aktuell eher Paddock. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon wieder in den Stall zurück und habe mir erstmal eine Mütze angezogen, wieder meinen warmen Stiefel. Und dann habe ich mir noch schnell Longe und Gamaschen geschnappt. Ich wollte jetzt nämlich nicht nochmal reingehen, denn ich hole Amira direkt von der Koppel, um sie zu longieren. Und ja, hier seht ihr jetzt so ein paar Trainingseinblicke vom Longieren. Ich habe sie erstmal 20 Minuten lang warm laufen lassen. Also meine Pferde gehen eigentlich im Winter alle 20 Minuten Schritt. Das ist manchmal ein bisschen langweilig, wenn man dann beim Longieren einfach in der Mitte steht, aber muss eben sein. Ja, dann habe ich sie auf beiden Händen ein bisschen traben lassen und genau danach haben wir im Galopp so ein bisschen Tempiwechsel geübt. Also, dass sie einfach auch an der Longe gut auf die Hilfen quasi reagiert, dass sie, wenn ich möchte, eben, dass sie schneller läuft oder eben langsamer läuft. Ja, auf der rechten Hand hat das sehr gut geklappt. Auf der linken Hand hatten wir da ein bisschen Probleme, dass sie da zu sehr losgerannt ist, aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Ja, am Ende habe ich sie dann einfach nochmal traben lassen. Ich wollte auch so ein bisschen, dass sie da mit dem Kopf ein bisschen runterkommt und sich entspannt, was jetzt leider nicht so wirklich geklappt hat. Ich denke allerdings auch, dass ein bisschen daran liegt, dass, wie ihr seht, der Boden komplett matschig ist. Auch wenn es übrigens so aussieht, er ist zum Glück nicht vereist, aber er ist einfach unglaublich matschig und ein bisschen rutschig. Deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch deswegen einfach nicht so sehr entspannt. Aber ich denke, ich werde bald mal in die Halle mit ihr zum Longieren gehen, dann geht das auf jeden Fall besser. Ja, dann habe ich sie auch schon wieder auf ihren Paddock gebracht und das heißt, wir sind jetzt eigentlich fertig im Stall und ich kann endlich wieder ins Warme gehen. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, es war ein sehr entspannter Tag und es lief eigentlich alles sehr gut. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich hatte jetzt schon Geländetraining, Dressurturnier und jetzt halt eben den Wintervlog am Stall. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!